Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga. Was ihr da eventuell im Hintergrund hört, das Geballer. Ist Krieg. Ja, ist Krieg. Wir leben in einem Kriegsgebiet und deswegen, ja, es herrscht hier Krieg. Nee, ohne Spaß, es ist Feuerwerk gerade da draußen. Also nicht direkt bei mir, ich sehe es auch nur bedingt, aber man hört es halt leider. Aber fragt nicht, wie es halt Feuerwerk ist, es anscheinend irgendwie einmal im Jahr. Ja, es ist einmal im Jahr, das heißt Sommernachtstraum und naja, ist so ein bisschen übertriebenes Feuerwerk. Und vor allen Dingen auch total sinnlos. Ja. Naja, aber Culture Candela ist, glaube ich, dieses Jahr da unterwegs. Ja, die spielt da auch auf jeder Baumarkteröffnung. Tja. Ja, aber Ballast. Nichts ist umsonst. Geld stinkt nicht, oder wie war das? Aber Baumarkteröffnung ist schon unterste Etage. Da spielt so DJ Epsi normalerweise. Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Spielt er sonst nicht mehr auf Aftershow-Partys? Kapitel 1, Jabba's Palast. Luke Skywalker ist auf seinem Heimatplaneten Tatooine zurückgekehrt, um seinen Freund Han Solo, den Clown des üblen Gangsters Jabba the Hutt, entreißen. Luke ahnt nicht, dass das galaktische Imperium im Geheimen mit dem Bau einer neuen bewaffneten Raumstation begonnen hat, tödlicher noch als der gefürchtete Todesstern. Mit dieser absoluten Waffe hat das sichere Ende für die kleine Schar von Rebellen und ihren Kampf der Galaxis die Freiheit wiederzugeben. Wieso waren da vier Punkte eigentlich? Ich mach... Hey, heute stürzt... Ich wollte schon sagen, stürzt früh ab, aber das war nicht der Fall. Boah, ich hab gerade wieder schon so einen Hals gekriegt. So einen Hals. Ja, nee, ist klar, da hängt einfach so ein Balken, weil ja auch schwerkraftlich auch überbewertet. Das ist aus wie so ein Hammer oder so. Lord Vader. Boah, da muss ich immer an dieser Star Wars Verarsche denken. Welche? Ist der blind, der Kerl? Das ist fleißig. Bei der Arbeit. Ja. Wie heißt dieser ostdeutsche Verarsche? Kennst du sicherlich. Lord Vader. Ach ja, sinnlos im Weltraum, meinst du? Ja, das ist Jabbas einladender Palast. Boah, wir haben ja so viele Lecks, das ist gerade eben schon wieder ein Riss. Was mich an Lecks eigentlich nervt, ist, dass ich nicht weiß, wo es herkommt. Dass ich es einfach nicht wegkriege. Das ist so das, was mich am meisten nervt. Das ist von deiner Kontrollsucht. Ja. Nee, ich will dann die rein. Ach, die wird jetzt wieder zur Sexsklavin von dem Jabba. Nee, wird sie nicht, sie befreit. Ja doch, die wird auch. Gut, dass es nicht leckt. Aber was gibt's hinten? Ich frag mich nur, was der Jabba mit der anfangen will. Ich meine, der ist doch ein Wurm oder was auch immer. Ja, aber sie soll für ihn tanzen oder so, da steht da drauf. Aber er hat gerne gute Unterhaltung. Er ist ein Wurm. Ja. Ein Wurm. Das ist kein Wurm, das ist die Rasse, deren Namen ich nicht weiß, aber sie hat bestimmt einen Namen. Der, dessen Namen nicht mehr weiß. Der, dessen Namen nicht genannt werden darf, nee. Ich weiß es echt nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen da gleich was abschießen, aber könnt mich natürlich irren. Oh. Kann man das Ding irgendwie kaputt schießen? Ja, kann man. Ja, mich auch, danke. Gang Chain. Du schaffst es wieder nicht, das Ding kaputt zu schießen. Nee, ich hab's einfach nicht drauf. Kommt da noch so? Da kommt noch eins raus. Ja, da kommt noch eins raus. Aua. Ah, da muss man mehrmals drauf schießen, okay. Komm, geh kaputt. Wie oft muss man denn drauf schießen? Ja, jetzt ist hier endlich Schicht im Schacht. Ja, ich glaube, da kannst du drauf. Und was kann das Viech? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, ich würde es dir sofort verraten. Die Schweinekrieger. Ja, Schweinepriester. Jetzt, hey, was spielst du nicht? Ich will ja wieder runter von dem Viech. Ja, gut. Au! Ah, jetzt kann ich runter, klar. Wenn ich geschlagen werde, kann ich runter. Warte mal. Hey! Ich mach nichts. Das ist ganz allein das Spiel, was dich hier wieder begnügt. Ja, komm doch mit, ja, weil du... Achso, ja, ich habe unsere Charaktere gewechselt. Ich habe gedacht, ich bin Chewie. Oh, Entschuldigung. Das war gerade eben ein kleiner Fail von mir. Das tut mir natürlich leid. Hey, der kann meine Schüsse blocken. Die Dinger kann man zumachen. Könnte vorteilhaft sein. Würde uns eventuell auch ein bisschen Arbeit sparen. Esperen. Oh, Radio. Ach,
Kann man das kaputt machen? Ja. Ja, kriegt man wieder. Dann kannst du es wieder zusammenbauen. Aber kriegt man keine Münzen mehr. Das weiß ich nicht. Versuch ist es wert. Nee. Na gut, dann lassen wir die imperiale Musik hier ein bisschen laufen. Schau mal hier, ob es hier noch ein Bonus-Teil gibt oder so. Wir haben einen ganzen Schlag. Da haben wir einen Rocker gehabt. Da war ein Rocker. Aber da kommt man mit der lieben... Nee, da geht's nicht weiter. Mit R2D2. Ja. Und die sind ja irgendwo schon vorgegangen. Über den Droiden. Was ist das für ein Viech? Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie strange. Strange Viecher. Erstmal zumachen, genau. Klappe zu. Nein, er ist noch rausgekommen. Oh. Kopfgeldjägerhelm, damit siehst du aus wie ein Kopfgeldjäger und kannst in Türen rein, in die sonst nur Kopfgeldjäger rein können. Aber Kopfgeldjäger war doch... War doch? War doch wer anders. Dachte ich. Ist ja ein Kopfgeldjäger-Helm. Da nochmal rein. Schauen wir da, vielleicht können wir da noch rein. Wollte ich auch gerade. Gerade vorschlagen. Ja, brauchen wir wieder. Einen Druiden, den wir natürlich nicht an Bord haben. Woher wusstest du denn im Vornherein schon, dass es ein Druide ist? Ha? Ha? Was soll das denn sonst sein? Die andere Chance, andere Möglichkeit wäre der Kopfgeldjäger gewesen und das hatte ich für unwahrscheinlich gehalten. Hast du schon aufgemacht. Hast du gut gemacht. Schauen wir mal, ob wir den guten Jabba einen Besuch abstatten können. Ich will wieder diese komische Spinne haben. Das ist richtig ein Zeichen meiner Faulheit. Hey! Luke ist auch mit dabei. Mach mal zu hier, so. Klappe zu. Mach die andere Klappe auch mal schnell zu. Ja, will irgendwie nicht. Ich halte dir auch den Rücken frei, sorry. Warte. Ich will nur ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Nein. Nein, lass doch. Da, Mitte. Ja, okay. Bin schon da. Gerade haben wir es noch bekommen, die blaue Münze. Gerade noch. Wenigstens wird das Licht nicht weniger, obwohl wir die Fackeln kaputt schießen. Das ist schon mal ein großer Gewinn, würde ich sagen. Hey, das ist Lego, das hat keine Logik. Nee. Ich glaube, das Ding ist nicht auf die... Wow, das war gut. Das war intuitiv. Was? Ach da, ach, ach hier. Ach hier, was? Ich kam hier aber irgendwie nicht hoch, oder? Nee. Ah ne, da müsste ich gar nicht hoch, ich dachte schon. Du könntest den Dings, den Chewie nehmen, dann könntest du da hoch. Ah, das kann man kaputt schießen. Und wir müssen wieder ein Kopfgeldjäger holen. Schau, nimm dir mal kurz den Chewie. Oder, ja doch, da können wir noch kurz gucken, ob es da oben noch was gab. Oder nimm dir eine Leia. Gut, jetzt darfst du den Chewie nehmen. Ich bin Leia. Sei mein Chewie. Der hängt, der hält sich immer, der lässt irgendwann einfach los, obwohl das eigentlich automatisch machen muss. Oh, hat sich aber gelohnt. Oh ja, frag mich, was das für einer ist. Stimmt irgendwas, was wir eh nicht brauchen. Das würde ich nicht behaupten. Vielleicht ist es ja genau das, was wir brauchen. Was brauchen wir denn? Zum Beispiel ein Minikit-Detektor wäre mal praktisch. Oder dass wir die Münzen automatisch ansaugen. Aber oder Luke sieht jetzt sogar schon fast gut aus in dem Anzug. Aber ich habe immer diesen Originalschauspieler vor Augen und ich finde den einfach so hässlich. Der hat auch, glaube ich, danach keine großen Rollen mehr bekommen nach Star Wars. Da war dann auch irgendwie... Das mit den meisten Kinderstars so, die werden irgendwie so ganz berühmt, aber... Ja, nee, ich meine also, wo er schon erwachsen war. Der war ja erwachsen, aber ist trotzdem so ein kindlicher Schauspieler eher. Ja, gut, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war. Nee, ich meine zum Beispiel, dieser Kerl von Kevin allein zu Hause ist ja vollkommen abgekackt. Echt? Ich weiß gar nicht, was ist aus dem geworden. Der ist drogenabhängig und alles. Echt? Danke. Gern geschehen, immer wieder gerne. Weil ich auch nur noch ein Herz habe. Oh, das tat mir in der Zeit sogar leid. Das war ja nicht mal beabsichtigt. Wenn irgendjemand ein Herz droppt, ich brauche es. Ja. Du sollst es bekommen. Da gibt es sogar schon eins für dich. Ah! Warum ist da jetzt was explodiert? Beziehungsweise warum bin ich gestorben? Ah, du hast die Macht. Die Macht, Dinge zu verändern. Und die hat jeder. Ja. Nur, da geht's nicht rein. Was machst du immer? Ich? Gar nichts. Gar nichts. Das ist ja das Problem, dass ich hier gar nichts mache. Sammeln wir mal lieber die Münzen ein. Komm mit, komm mit, komm mit, da gibt's blaue, da gibt's noch eine blaue Münze bei mir. So.
Ich danke. Hm, Mist, da hätten wir zwei drin. Ah, geht von alleine auf die Tür. Sehr schön. Das war gut. Das war nicht gut. Ey, als Kopfgeldjäger hast, kannst du Bomben werfen. Ist der nicht wahr? Ja, musst du sogar gleich machen. Das ist cool. Aber dass man nur durch den Helm das kann. Hm, ja, das ist... In dem Helm sind die mit eingebaut, ist doch klar. Natürlich. Ja, hast du dir das etwa anders gedacht? Nee. Also ich meine, ist doch klar, dass in so einem Helm ist da die Fähigkeit eingebaut, Thermaldetonatoren zu werfen. Aha, Abstich gelingt. Vorsicht, da kommt noch einer. Ah ja. Der Warte. Blockt. Achtung, Thermaldetonator im Anflug. War okay. Aber das ist richtig geil. Durchaus, ja. Ja, Thermaldetonator ist echt geil. Was? Können wir da machen? Ich weiß. Ah. Ich muss auf den anderen. Jetzt. Hm? Hallo. Ah, da ist noch einer. Na gut, du machst das schon so schön. Da will ich dir mal nicht reinreden, da in deine Arbeit. So. Ich war das nicht. Nein. Das war der andere Kerl mit dem Thermaldetonator, der rechts neben mir sitzt. Mhm. Klar. Ich sehe ihn. Siehst du ihn auch? Ja, klar. Nein! Mann, du hast auch mehr Glück als Verstand. Welcher war das? Und ich sagte noch, er hat mehr Glück als Verstand, aber das Glück war auch nicht ewig mit ihm. Na, hör auf zu lecken. Leck mir da, Morsch. So viele schöne Münzen. So viele schöne Münzen. War okay. Überhaupt nicht offensichtlich. Nee. Das war sogar ziemlich gut gemacht von dir, muss ich sagen. Ich bin begeistert. Kommen wir wieder raus? Ja, können wir sogar. Warum liegen da überall kaputte Roboter rum? Warum explodieren diese kaputten Roboter? Würde mich eher interessieren. Fragen über Fragen, die ich dir leider nicht beantworten werde. Selbst. Nein, ich kann sie dir leider nicht beantworten, sonst würde ich sie dir ja beantworten, aber... Ist leider nicht. Ah, da vorne sind die beiden Droiden. Das sind die Droiden, die wir suchen. Echt? Mhm. Wahnsinn! Und ein verbuggter Ground-Droid ist auch mit dabei. Guck mal hier, nochmal hier aktivieren und so. Nee. Nicht? Kein Bock auf aktivieren. Aktivieren ist voll überbewertet. Hä? Ach, da müssen wir das Ding wahrscheinlich erst zusammenbauen, oder was? Nee. Was ist das? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir auch dieses Mal verraten. Ah. Ah, okay, wir können das Ding damit steuern. Erstmal rüber, oder? Zum... Naja, wo müssen das Ding hin? Okay, das verwirrt mich jetzt gerade etwas. Wahrscheinlich wieder da irgendwo die Ecke da hinten, oder? Schau mal dahin, komm mal mit. Müssen wir schauen, wo wir dahin können mit. Warte mal. Ach so, ich dachte schon. Nicht so. Ah, können wir auf die Dinger schießen? Nee, auch nicht. Warte mal, wenn ich den so nah wie möglich ranfahre. Kann man die Dinger irgendwie kaputt machen? Ah. Und da... Dumm. Und hopp. Kommst du da? Kommst du da direkt rein? Ja, kommst du. Auch ein etwas seltsamer Mechanismus das Ganze, aber naja. Ich komm sogar wieder raus, ey. Will ich mal nichts sagen. So, und weiter geht's. Ja, ich bin nicht mehr R2. Ich weiß, ich habe extra gewartet. Das bezweifle ich irgendwie. Ist aber so. Darf ich es trotzdem bezweifeln? Du darfst alles. Können wir wieder das imperiale Radio aufstellen. Die imperialen Radio-Nachrichten hören. Du bist schon ganz schön hart, ne? Sowieso. Wusstest du das nicht? Ich dachte, es wäre dir bewusst.
Ah, da fehlt uns schon wieder so wenig. So wenig bis zum wahren Jedi. Dass es fast schon wieder ärgerlich ist, wenn wir das jetzt... Wenn's hier komm, jetzt nimm endlich den Schwachmaten. Hm? Nimm endlich R2. Hab ich doch schon. Ich habe ich davon. Hab ich doch schon, hab ich doch schon. Hey, das kommt mir irgendwie sogar halbwegs bekannt vor. Ja, da renne ich mich auch dran da. Komischerweise, dass man sich so einen eigentlich eher unspannenden Raum merkt. Ah ja. Unspannend. So unspannend. Ja, ist doch unspannend. Es ist nur ein großer Raum, wo viele böse, gemeine Gegner rumlaufen. Komm. Die ein dringendes Bedürfnis haben zu sterben. Ich komm doch schon, ich komm doch schon. Au. Und die Münzen, immer alle Münzen einsammeln. Komm, mach zu, was soll ich noch so empfehlen? Und wir sind wahre Jedis, jawoll. Ja, also hättest du es nicht gedacht. Naja, es war etwas... Was müssen wir da... Ah, okay. Mich beschleicht das leise Gefühl, wir müssen da hoch. Aber ich kann nicht nach hier reden. Aber jetzt kann ich nicht mehr erzählen, dass er auch so gut ist. Bau mal schön zusammen. Joke ist der Baumeister. Krieg im Hintergrund. Ja, immer noch. Ja, ich halte hier den Rücken frei, okay. Kannst mal die Viecher vertragen aber echt viel. Hallo? Ja. Die blocken nur immer, die vertragen zwei Schläge normalerweise. Die blocken immer alles von dir. Machen wir mal hier hinten den Hebel runter. Ah, Hilfe, da draußen ist ja hier Hölle. Ist ja die Hölle, die da draußen abgeht. Ja, aber richtig. Musstest du überhaupt da oben hin? Man muss da hin. Nee, da brauchen wir wohl. Da müssen wir alle irgendwie da hochkommen. Die Frage ist nur wie. Wieso alle? Ja, weil wir ja den. Da, hier, da brauchen wir ja einen Droiden, um die Tür aufzumachen. Also müssen wir R2 da irgendwie hochbekommen. Ja, indem ich vielleicht das da irgendwas mache, aber ich weiß es nicht. Nee, da muss ja auch erst... Wir brauchen hier irgendwie... Da, hier ist doch so eine... Da, also ich glaube, da müssen wir die Dinger hinschieben. Würde ich vermuten fast. So, neuer Versuch, neues Glück. Diesmal wird es hoffentlich besser laufen als beim letzten Mal. Jetzt wissen wir ja immerhin, wie wir weiterkommen hier. Und zwar müssen wir diese Dinger da irgendwie richtig hinschieben. Aber richtig. Ich habe übrigens wieder bis zu der Stelle nochmal gespielt, das Level. Wie ihr da auch an den Punkten oben sehen könnt. An der Anzahl der Steine, dass ich etwas mehr gespielt habe als der gute Jokets. Was? Naja. Echt? Echt? Ich dachte, du hast mich nur so oft umgebracht. Wollt mich nochmal entschuldigen dafür, dass das Spiel immer abstürzt und ich dadurch Schnitte machen muss und hier. Deswegen bei euch länger dauert, das tut mir echt leid. Ja, entschuldige dich jetzt. Naja, das muss auch nervig sein, wenn ich dann immer unterbreche wieder und so weiter für die Zuschauer. Ist das, glaube ich, auch nicht so toll, aber... Nun ja, wir wollten League of Legends spielen, jetzt spielen wir es auch durch. Punkt. Ende der Diskussion. Ich glaube, ich habe es nicht ganz drauf, oder? Nee, ich hätte meins noch weiter nach... Nein. Es hätte weiter nach vorne gemusst. Weiter nach vorne. Warte, ich schiebe erstmal meins weg. Ja, so geht's auch. Nee, schieb das erstmal. Schieben wir das erstmal auf Position. So. Blöd ist, die schieben immer ziemlich weit gleich, wenn sie... Jetzt. So. Jetzt ergibt alles eins. Kümmerst du dich? Dann kümmere ich mich um den, du kümmerst dich darum. Passt. Mach mal hier. Macht und so. Sehr schön. Kann man hier hoch. Jetzt ergibt alles auf einmal wieder einen Sinn. Ja. Ich kümmere mich derweil um die Viecher, die von da drüben kommen. Von der anderen Seite. Uns angreifen wollen. Ah, die von der anderen Seite. Hört sich so schrecklich an. Top. Bäh. Mach du das Tor dicht. So. Nimm du die R2-Einheit. Wir müssen da oben nochmal drauf schießen. Wo? Oder geht es dann runter, wenn ich das hier aktiviere? Und das hast du mal wieder grandios hinbekommen. Kann ich nur mal wieder gratulieren an der Stelle. Warte mal, ich nehme irgendwie die... So, jetzt... Nee, ich bin immer noch der. Ja.
hast du auch grandios hinbekommen, ne? Ich weiß, ich weiß. Egal, jetzt haben wir ja den Weg schon und es kommen auch keine Gegner mehr, von da ist das jetzt auch nicht so schlimm. Doch. Nein, 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 nicht wieder zurücklaufen. Laia ist ein Gegner. Ja, ein ganz gemeiner Gegner. Ein fieser. Ist der Endgegner eigentlich vom Spiel, ist Laia. Ja, richtig. Wir brauchen einen Kopfgeldjäger. Sowieso. Haben wir aber nicht. Immer diese Kopfgeldjäger. Wen brauchen wir da? Ja, da brauchen wir natürlich C3PO. Den einarmigen Banditen. Au! Wer haut mich? Nein, nicht mich schlagen. Das du ist nicht notwendig. Haut dich. Ah, Hilfe. Viele Gegner. Wer mich haut, den haut zurück. Bitte? Die kann doch Macht, genau. Ja, die kannst du erwürgen. Oh, eigentlich dürfte es wie der Luke... Vater, so der Sohn. Wollte schon sagen, ist doch eigentlich ein netter Jedi, der darf doch sowas eigentlich nicht können. Ein guter Jedi. Jetzt habe ich wieder auf dem Aldetonator. Nee, habe ich nicht. Hast du echt nicht? Doch, jetzt habe ich es. Luke ist schon ziemlich stark. Also jetzt ist er irgendwie leicht überfordert. So, wir machen wieder das imperiale Radio. Achtung, gleich kommt. Ah, ich glaube, ich weiß, dass jetzt kommt noch. Nee. Der Kampf gegen den kommt nicht jetzt. Na, ich weiß nicht, ob der Kampf gegen den Rancor noch in die. Nein, nein, der kommt nicht. Der muss, du bist erst noch bei Jabba. Und dann verlegst du durch das Loch durch. Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich weiß es nicht. Kann auch sein, weil die Level sind ja schon durchaus länger hier. Ja, durchaus. Ey. Ich wollte eigentlich nur einen Hebel machen, aber der mag nicht. Du hast es ja geschafft. Hey, guck mal, wer da hängt. Wir brauchen einen Kopfgeldjäger. Brauchen wir so einen Kopfgeldjäger? Ach, da, hier. Ja. Ich dachte schon. Nee, da geht's glaube ich nicht weiter. Komm mal wieder her. Geht gerade. Ah. Nee, ein Klon. Ein Klon. Klon ist auch schon mal. Ist schon mal ein Anfang. Da kannst du immerhin die Tür hier aufmachen. Die da? Ja, die da. Und was verbirgt sich hinter der Tür? Also nicht, wir brauchen erstmal einen Kopfgeldjäger. Schau mal auf der anderen Seite, ob da noch was ist. Vielleicht ist da ja für einen Kopfgeldjäger eine Stadt. Warum ist da ein Vorhang? Ja, durch den Vorhang kommst du nicht durch, das ist viel zu hart. Und ich, da ist nichts mehr, da habe ich schon was gemacht. Wo kommt denn der auf einmal wieder her? Schau mal hier. Ja, schau mal, hier kannst du noch einen Boden reinhauen. Eventuell. Ne, kannst du nicht. Na gut, dann gehen wir weiter. Doch, genau hier hinter verbirgt sich doch Jabba. Echt? Genau, jetzt muss hier irgendwie so ein Klonkrieger sein, dann kann man jetzt dann den... oder auch nicht. Ja. Wir sind mal wieder planlos und wissen nicht, wo wir hin müssen. Heute. Ja, ansonsten müssen wir einfach wieder zurückgehen. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Mir auch nicht. Komisch. Na dann. Dahinter versteckt sich Jabba. Oh, da geht's auch nicht hoch. Vielleicht doch nicht da weiter, aber nee, da hier ist der Klon. Kopfgeldjäger. Ah, da können wir, dann gehen wir mit, dann können wir dann die andere Tür, dann können wir uns den. Doch, und dann macht irgendwie, der geht der Vorhang auf, Jabba kommt und lacht uns aus. Ist es angerichtet? So ist direkt nicht den Film befreit ihn ja eigentlich Leia alleine, soweit ich mich erinnere. Der arme Kerl sieht erstmal nichts. Ich weiß gar nicht, wie lange er da in Carbonit eingefroren war. Ich weiß nicht, wieso er nichts sieht. Weil Carbonit anscheinend nicht tödlich ist. Ja, aber wieso sieht er denn nichts? Also er ist doch blind jetzt irgendwie. Naja, ist aber nur kurzzeitig blind. Keine Ahnung. Weil wenn du da ein paar Jahre in Carbonit eingefroren bist... Der ist doch nicht Jahre in Carbonit. Doch, der ist schon eine längere Zeit in Carbonit. Ja, ein Becher. Der heilige Becher der Macht. Ey, nicht jetzt noch. Oh doch, jetzt geht es gegen den Rancor. Unschönes Viech. Oh nee, ich bin der Droide. Also ich kann eigentlich gar nichts machen. Die Dinger kannst du nur, solltest du kaputt haben, wenn das Viech da glaube ich in der Nähe ist. Han Solo bin ich jetzt. Ja, dann komm doch hin dann. Mach ich doch. Ich hab's auch versucht. Das Viech muss da reinlaufen, glaube ich. Ich glaube, indem wir es irgendwie dahin locken, irgendwo fahren auch dann sicherlich Knochen runter. Ja. Hier kann man irgendwie sicher sein. Na komm her, komm her. Komm zu Papa.
Nein, hierher soll sie kommen. Oh. Nein, nicht weglaufen, blöder Rancor. Aua, gemeines Viech. Komm jetzt aber. Na, haben wir ihm wieder nichts auf den Kopf gehauen. Hm, komisch. Dann müssen wir auch diese Dinger da irgendwie aufmachen. Glaube ich nämlich auch. Doch, da kommen nämlich dann Viecher raus, die frisst dann oder genau. So. Irgendwie sowas. Irgend sowas war's, oder? Ja. Ich will jetzt nicht. Dann zieht er sich zurück in die Ecke und versucht das Viech zu fressen und in der Zeit können wir ihn dann. Ich will jetzt nur ungern einen Druiden nehmen, ich hab gerade den schönen Look. Ich glaube, so funktioniert's. Ah, ja, so funktioniert's. Das ganze Spiel dürfen wir jetzt ein paar Mal machen. Jetzt muss ich uns erstmal wieder. Kommen da wieder neue. Muss ich jedes Mal wieder neu aktivieren, das Ding. Na, egal. Ah, holen wir uns gleich noch einen zweiten dazu. Ah, noch einen dritten. Alle guten Dinge sind drei, da befrisst er sich gleich richtig. So, welche Ecke geht er jetzt? Ah, okay. So, jetzt haben wir nur noch einen Diener. Ja, guck mal, so schöne Auswahl ist hier zum Fressen. Ist doch toll, oder? Komm, nimm schnell wieder eine Figur. Der geht doch jetzt eh dahin. Naja, ich muss hier auch warten. Ich muss erst warten, welche Ecke sie... Ah, ja, hier. Sehr schön. Tja, gute Nacht. Und das war's mit dem Rancor. Ja, er ist nur bewusstlos. Goddammit. Ich glaube, er ist sauer. Oh. Nee, es ist überbewertet. er ist wirklich sauer. Versteckt sich da nicht etwa einer unter diesen Helmen, dachte ich mir. Eigentlich versteckt sich Leia unter seinem Helm. Ich dachte, der Lando. Ja, das kann auch sein. Ich weiß nicht. Bei Lego ist das alles ein bisschen umgedreht. Die Story. Ach, die hat doch keine Hängetitten. Interessant. Tja. Und wir haben das Level abgeschlossen. Es war doch noch so weit. Nach vielen Versuchen. Nach sehr, sehr vielen Versuchen. Ja, super Knaller. Das klingt leider nicht sehr vorteilshaft. Wahrscheinlich irgendwie so, dass die Viecher mehr die Thermaldetonatoren können ich nicht schützen. Vari, die sind wir auch. Steine haben wir wieder ordentlich neue bekommen. Und Minikits. Was und könnte das was? Denn sein? Das ich könnte weiß die nicht. Sailborg könnte das sein vom Java vom Guten. Und wir setzen die Story fort. Allerdings wird das alles erst im nächsten Teil passieren. Bis dahin, eine schöne Zeit. Bewerten nicht vergessen. Wir hoffen, dass die Macht mit euch ist. Oh, ja. Servus. Tschüss.